Markus Diet, Regierungsrat, Departement Finanzen und Ressourcen. Mit welchen zwei Problemfeldern hat der Kanton Aargau im 2016 zu kämpfen gehabt? Ja, wir haben mit der Ausgaben- und mit der Einnahmenseite damals zu kämpfen gehabt. Das ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben damals auf der Einnahmenseite massiv weniger Einnahmen können verzeichnen. Und auf der Ausgabenseite sind vor allem Gesundheitskosten, die uns davonlaufen. Da sind es jährlich 30 Millionen, wo wir Zunahmen hatten. Also sprich plus 2 Steuerprozent. Dort sind wir wirklich massiv neben Budget gewesen. Auf der anderen Seite ist es erfreulich, dass man darf sagen, wirklich, unsere Kantonalverwaltung hat super geschafft. Man hat nämlich in allen anderen Bereichen das Budget eingehalten, sogar unterschritten. Und das stimmt mich zuversichtlich, dass die Kontrolle im Griff, man hat es im Griff. Und so können wir auch vorwärts gehen. Sie haben von der Gesamtsicht Haushaltssanierung geredet. Und um was geht es denn in dieser Haushaltssanierung? Ich glaube, jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch. Wir haben es unverblümt präsentiert, was das heisst, das strukturelle Defizit. Wir wissen, dass wir hier nicht mehr können, einfach mit einer Pflästerli-Massnahme kommen von Jahr zu Jahr, sondern wir müssen wirklich Gesamtauslegung machen. Das betrifft Einnahmenseite, aber auch Ausgabenseite. Und wir wollen eine Gesamtsicht machen, 2026, eine Gesamtsicht mit einzelnen Modulen, wo wir nicht aus der Hektik heraus einfach einzelne Massnahmen greifen, sondern wirklich mit einer langen längere Sicht. Und da ist vor allem wesentlich, dass wir in Dialog treten mit dem Grossrat, mit den Fraktionen, den Parteien, rechtzeitig, im Vorfeld schon, dass man eben da Verständnis wecken kann für die Situation und zusammen vorwärts gehen. Vincenza Trivigno, Staatsschreiberin von der Staatskanzlei Kanton Aargau. Was sind die regierungsrätlichen Schwerpunkte im 2016? In 2016 im Fokus ist gestanden der neue Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinde. Der ist jetzt im Februar in der Volksabstimmung angenommen worden. Wir gehen jetzt an die Umsetzung ab 18. Dann weiter sind die familienergänzenden Kinderbetreuungen im Fokus gestanden. Auch dort hat man zur Volksinitiative einen Gegenvorschlag können ausschaffen, wo der Grosse Rat akzeptiert hat. Die Gemeinden sind jetzt gefordert, die familienergänzenden Kinderbetreuungen zu erarbeiten, aufzubauen und zum Teil mitzufinanzieren. Wo wir auf Kurs sind, aber noch nicht ganz fertig, das ist die Neuressourcierung der Volksschule. Dort geht es darum, dass die Schulen vor Ort mehr Handlungsspielraum sollen bekommen und eigentlich quasi mittels einem Globalbudget sollen finanziert werden. Etwas Zweites, was wir in der Umsetzung haben, das ist Hightech Aargau. Dort geht es darum, den Standort Aargau mittels nachfrageorientierten Instrument so können aufzustellen, dass innovative und technologieorientierte Unternehmen Interesse haben, sich im Aargau anzusiedeln oder, wenn sie da sind, weiterhin auch in Zukunft da zu bleiben. Also Hightech Aargau sollte mithelfen, damit wir als attraktiver Standort bestehen bleiben und dass wir auch in Zukunft gute Unternehmen haben, die gute Arbeitsplätze können bieten. Etwas weiteres, das natürlich im Fokus steht, wo wir immer dran sind am Arbeiten, das ist weniger etwas erfreulich, sondern eher etwas anstrengend. Das ist natürlich die nachhaltige Sanierung der Staatsfinanzen. Dort haben wir schon mit dem Entlastungsprogramm 15 und der Entlastungsmassnahmen 16 haben wir schon etwas gemacht. Die Entlastungsmassnahmen 16 sind letztes Jahr im Grossen Rat beraten worden und zum Teil zur Volksabstimmung gekommen. Zum Beispiel in der Volksabstimmung ist dann angenommen worden, dass man den Pendlerabzug auf 7'000 Franken begrenzen kann. Aber dort sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, sondern wir sind weiter dran. Es gibt Sanierungsmassnahmen 17, es gibt Sanierungsmassnahmen 18, die sind jetzt gerade in der Vernehmlassung und werden im Grossen Rat behandelt. Und schliesslich geht es um Gesamtsicht Haushaltssanierung, die wird der Regierungsrat im Mai vorstellen. Etwas anderes Wichtiges, was wir realisiert haben, ist die Limmentalbahn. Dort wollen wir im Herbst anfangen mit der ersten Etappe und die Finanzierungsgesellschaft, die dahinter steht, die soll in diesem ÖV-Fonds realisiert werden und damit gesichert werden. Etwas weiteres, was wichtig ist, ist das Raumplanungsgesetz vom Bund, das jetzt im Kanton umgesetzt werden muss. Die Richtpläne sind im Grossen Rat angepasst worden. Jetzt das Baugesetz ist angepasst worden. Jetzt geht es darum,
vom Bund eine Genehmigung überzukommen und dann in die Umsetzung der Gemeinden zu gehen mit der Redplatz zusammen. Ja, das sind, würde ich sagen, so die wichtigsten Schwerpunkte. Also wir haben nicht nur gespart, wir haben auch nicht nur verwaltet, sondern wir haben auch wirklich probiert zu gestalten, den Kanton in die Zukunft zu führen, und die Schwerpunkte sind deshalb extrem wichtig. Der Kanton Aargau ist finanziell in einer schwierigen Situation. Heisst das, dass der Kanton in Zukunft weniger innovativ wird sein? Nein, im Gegenteil. Die Regierung hat wirklich zum Ziel, nicht nur zu sparen und das, was er hat, zu verwalten und quasi auf dem Stand zu bleiben, wo wir jetzt sind. Teil von der Gesamtsicht ist, sich eben finanziell so aufzustellen, dass man die Zukunft gestalten kann. Wir wollen wieder finanziellen Handlungsspielraum gewinnen. Das ist extrem wichtig, weil wer stehen bleibt, der schreitet eigentlich zurück. Es ist ganz, ganz wichtig. Deshalb sind die Sparübungen nicht nur zum Sparen da, sondern nicht nur einfach da, damit man irgendwie die Leute blagen kann. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, die Finanzen in die Ordnung zu bringen, damit wir unsere Zukunft und die Zukunft von unseren Kindern gestalten können und positiv in die Zukunft blicken können.